Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es war wieder Zeit für ein Lego Assembling. Und was bietet sich da besser an, habe ich mir gedacht, als das am Montag erschienene GWP, die 40452 Hogwarts Gryffindor Schlafsäle oder auch im Englischen Hogwarts Gryffindor Dorms. Und ich blende euch jetzt mal diesmal anders einmal die Setcard von Brickset ein. Und zwar, wie gesagt, die Setnummer 40452, die Hogwarts Gryffindor Dorms aus der Harry Potter Serie. Ist ein Promotional aus dem Jahr 2021. 148 Teile mit zwei Minifiguren. Sieht man auch hier Harry Potter und Ron Weasley. Und ja, Preis ist, gibt keinen Preis. Ich glaube, es war mit 19,99 im Shop gelistet. Ist aber ja ein Promotional, sprich ein GWP, wenn ihr für mindestens 100 Euro Harry Potter Sets im Shop gekauft habt. Das habe ich gemacht und ja, jetzt habe ich hier dieses schöne Harry Potter GWP. So, und so sieht es von hinten aus. Was ich richtig geil finde, ist hier diese Plate, die 8x8 Plate für die 16 Wizard Cards, die man sammeln kann, also diese Tiles hier. Und 4 Stück sind auch enthalten in dem Set. Und was ich halt auch lustig finde, ich habe am Anfang gedacht, auf den ersten Bildern hat man nur das gesehen, dass es einfach die Rückwand ist. Aber was ich halt genial finde, ist, dass wenn man es rauszieht, dass dahinter trotzdem noch was ist. Also das ist trotzdem noch so ein bisschen dekoriert auch. Das finde ich ziemlich, ziemlich nice. Also das ist, man kann es entweder mit oder ohne hinstellen, wie man das möchte. Aber so hat man auf jeden Fall auch eine Aufbewahrung für diese Collectible Wizard Cards. Jo. Ich sage, nehme ich das Messer zur Hand, weil es ist ein GWP mit Klebelaschen. Ich weiß gar nicht, ob es bei allen GWPs so ist, aber das ist, bei so kleinen Sets ist ja normalerweise, also bei den käuflich-erwerblichen, das zum Reindrücken. Und dann schauen wir mal hinein. Da ist die Anleitung. Die haben wir hier. Ein bisschen gewellt, aber das ist nicht weiter schlimm. So, ein einzelnes Teil. Genau, so große Teile liegen hier immer einzeln rum. Das ist dann hier die 8x8 Plate für die Wizard Cards. Das ist dann der Boden, müsste das sein, wo das Ganze drauf gebaut wird. Hier haben wir noch einen großen Brick. Dann die leere Schachtel, die können wir auf die Seite tun. Und ja, Bauabschnitte haben wir keine, so wie es aussieht. Wir haben 3 Tüten, eine mit großen Teilen, eine mit kleinen Teilen und eine mit ganz kleinen Teilen, vermute ich mal. Wie gesagt, dann die beiden Bricks hier. Ach, einmal eine, oh Gott, wie viel ist der? 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, einmal 16er. Und das ist, glaube ich, 10er. Dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, nee, 14. Oh, häufig. Ja, hätte man auch einfach hinhalten können. Und das ist wie früher diese, die Rolltore. Da hat man früher unten die 1x2 Bricks gehabt. In der Mitte hier. Und dann gestapelt. Und dann oben das da drauf. Hinten waren dann die geschlossenen Bricks, dass man es quasi nicht runterschieben konnte auf der anderen Seite. Und dann waren dann die Rolltore für die Polizeistation drunter. Kann ich mich noch erinnern. Meine Feuerwache hatte das früher auch so gehabt. Und ja. Gut, wir gucken nochmal in die Bauanleitung. Wir haben. Hier hinten sind die Sets, wie sie angeordnet werden. Und die Karten. Auf der Seite 44 hört das Ganze auf. Aber. Ja, wenn wir das mit zu dem Bild dazuzählen, ist das 42. Steps. Also das Ganze in 42 Bauschritten. Ein einziger Bauabschnitt, keine Bauabschnittstüten und 43 Seiten insgesamt. Dann ist das Ganze fertig. Seite 44 dann nochmal, wie es eingerichtet aussieht, halt mit den Figuren und sowas dabei. Und ein bisschen, ja, es hat die Anleitung schon ein bisschen gelitten hier unten. Aber das ist nicht weiter schlimm. Die legt man zwischen ein paar Bücher, beschwert die dann ordentlich und wird die wieder schön. Gerade. So, ja. Dann würde ich sagen, ich räume das hier alles beiseite, dass der Tisch leer ist. Und dann geht es nämlich dann auch direkt in den Speedbuild über. Es sind zwar nicht ganz so viele Teile, aber trotz allem würde ich sagen, genug, um ein Speedbuild zu rechtfertigen. Und ja, damit beginnen wir dann mal. Dabei ganz viel Spaß und bis gleich.
So, fertig ist der Schlafraum, der Schlafsaal hier, Gryffindor-Schlafsaal oder Schlafseele, wobei es eigentlich nur ein Saal ist, naja, egal. So sieht er aus, halt typisch von den 2021er Sets jetzt hier zu 20 Jahre Harry Potter. Diese modulare Bauweise, sag ich mal, von den einzelnen Hogwarts-Räumen. Heißt, man kann es wunderbar mit der Kammer des Schreckens kombinieren oder mit den anderen Hogwarts jetzt hier. Begegnung mit Fluffy, erste Flugstunde und so weiter und so fort. Hier auch der misslungene Vielsafttrank und wie die ganzen Sets da alle heißen. Und ja, werde ich auf jeden Fall auch mal machen. In der Anleitung gibt es ja einen Hinweis, wie man die Sets aufbaut. Das betrifft aber, glaube ich, nur 3 Sets. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das in der Anleitung finde. Ja, das ist hier. Und zwar Build and Swap. Hier ist als Beispiel angegeben die Kammer des Schreckens mit der Begegnung mit Fluffy und dem Mädchentor, der misslungene Vielsafttrank. Also es sind quasi jetzt nur 3 Sets, die zusammengesetzt werden. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere. Ich habe es ja eben erwähnt, die erste Flugstunde. Und dann eben das hier, muss man gucken, vielleicht kann man da irgendwie was schön Großes dann mal draus bauen. Das werde ich vielleicht auch mal probieren. So, aber ansonsten ein ziemlich cooler Raum hier, die typischen Gryffindor-Farben. Ja, dann hier eine kleine Truhe, da ist jetzt nichts drin, aber oben drauf ein bedruckter Brief. Moment, ich mache das hier mal raus. Das ist immer das Tolle, man kann diese Verstrebung hier drinnen lassen, um es modular aufeinander zu setzen. Oder man macht die einfach raus, damit man es spielen kann. Oder in dem Fall, damit ich es euch besser im Video zeigen kann. Genau. Also hier, wie gesagt, die kleine Truhe mit einer Kerze drauf. Richtig schön, dass die in die Hand nehmen kann. Ein bedruckter Brief, wie gesagt. Truhe ansonsten ist leer. Dann hier 2 Hochbetten, die ziemlich cool gebaut sind, wie ich finde. Ja, hier mit den... Ich nehme mal eins raus. Mit den Lichtschwertgriffen hier als Verbindungselement zwischen den beiden Etagen. Das ist hier auch schön gebaut hier mit dem Kopfkissen und der Decke und so. Ich meine, ist natürlich klar, ist nicht Minifig-Scale oder so irgendwas. Ja, da, also würde ich mal behaupten, ich glaube, da kann man eine Minifigur nicht so schön reinlegen. Also, obwohl, doch ein bisschen arg klein, finde ich. Aber, naja, vielleicht... Ich glaube, waren in England nicht die Betten sowieso immer kleiner früher? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall 2 Hochbetten. Eigentlich keine Hochbetten, das sind ja Einzelbetten, das ist ja eher ein Himmelbett, weil oben ist ja kein Platz, dass man irgendjemand drauflegen kann. Da ist auch kein Kopfkissen. Nee, es sind eigentlich nur 2 Einzelbetten. Gut, wir haben jetzt auch hier nur Ron und Harry dabei. Die kann man dann da reinsetzen, genau. Dann hinten die Wand, die sieht natürlich von hier, sieht es nicht auch cool aus von der Außenfassade her. Hier so angedeutete Fenster mit diesen Zaunelementen. Dann hier dieses große Mauerstück mit der Schießscharte da, mit dem Loch da drin. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Und hier in diese Führungsschienen kann man dann die 8x8 Plate reinsetzen mit den Fliesen quasi. Das zeige ich euch dann auch noch. Ja, ansonsten ja recht unspektakulär halt ein kleiner Raum, ein Gryffindor-Schlafsaal, ein Zimmer hier mit 2 Betten für Harry und Ron. Es wäre natürlich cool, wenn es auch noch andere Schlafsäle dann geben würde, hier vielleicht von den anderen Häusern von Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff eben. Das wäre schon ganz cool. Wer weiß, was noch an Sets kommt oder vielleicht auch noch an GWPs. Ansonsten muss man gucken, ob man sich vielleicht was selbst baut dann. Achso, das Teil kann ich auf jeden Fall reinsetzen jetzt. So, dann haben wir hier die Minifiguren, dann haben wir Harry Potter. Mit den ganz kleinen Beinen, die sich nicht bewegen lassen. Also wirklich diese Kinderbeine hier. Dann hier ganz klassisch seine Narbe. Fokus. Kann man es erkennen? Ja. Die Narbe hier, sein grinsendes Gesicht, ein dunklerer Zauberstab. Dann hier sein graues Shirt mit dem roten Fließhemd quasi drüber. Hinten auch bedruckt. Keine Armbedruckung oder so irgendwas. Beinbedruckung natürlich auch nicht. Und er hat ein zweites Gesicht, wo er dann ziemlich ängstlich guckt. Eine Begegnung vielleicht mit, du weißt schon wem, der dessen Name nicht genannt werden darf. Mal gucken. Keine Ahnung, warum er dann so, kann man ja sich überlegen, warum er so schlimm guckt. Spinnen werden es nicht sein, es wäre dann eher der Ron, der Angst vor Spinnen hat. Da haben wir ihn, Ronald Weasley. Typisch hier diese rötlichen Haare. Ja, dann ein lachendes Gesicht, hat hier einen roten Rollkragen-Pulli an mit einem braunen Pulli nochmal drüber oder Sweater, vielleicht auch ein T-Shirt einfach nur darunter. Er hat einen braunen Zauberstab, hat noch einen Schokofrosch in der Hand, hat auch die kleinen kurzen Beine, die sich nicht bewegen lassen, natürlich auch ohne Print. Ja, und der Torso ist vorne und hinten bedruckt.
Und auch er hat ein zweites Gesicht, und zwar ein ängstlich guckendes Gesicht auch. Und bei ihm könnte es wirklich sein, dass er Spinnen gesehen hat. Ja, er ist ja nicht unbedingt ein Freund von Spinnen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Ja, naja. Genau, bevor ich euch die Plate zeige, wo dann hier die Karten draufkommen. Das sind die Karten, also Karten, die Tiles in dem Fall, ja, aber es sollen ja die Zaubererkarten sein, die in dem Set dabei waren. Ich habe es mir selbst noch nicht angeguckt, was es ist. Und ich habe dann hier mal die Liste, nehme ich auch noch zur Hand. Und dann können wir mal gucken, wer das ist. So, und dann vergleichen wir das. Ich habe die meine bestehenden, die ich alle schon habe, schon auf die Plate draufgesetzt. Deswegen zeige ich euch die auch noch nicht. Schon mal als kleiner Spoiler. So, dann fangen wir an. Das erste, was wir haben, ist... sehr schön. Das ist Salazar Slytherin. Sehr nice. Mal gucken, ob wir das irgendwie fokussiert kriegen. Da die goldene Karte, die Gründer von Hogwarts sind so goldfarben oder bronzefarben markiert, die Karten. Das finde ich ziemlich cool. Also Salazar Slytherin, den habe ich auch noch nicht. Dann haben wir hier, ach du meine Güte, schon wieder Nicolas Flamel, den habe ich, ich weiß nicht wie oft schon. Das ist, glaube ich, mit die Schokofrosch-Karte, die ich am häufigsten habe. Okay, was haben wir noch? Jocunda Sykes. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hatte ich ewig her, dass ich die Bücher gelesen habe, und in den Filmen wird sie, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich habe mal kurz vor dem Video jetzt nochmal geguckt, wer Jocunda Sykes eigentlich ist, und musste lachen. Das ist ja quasi die Amelia Earhart des Harry Potter Universums quasi. Sie hat wohl den Atlantik, als erste Frau, die den Atlantik auf einem fliegenden Besen überquert. Fand ich lustig. Also, wie gesagt, quasi die Amelia Earhart der Zaubererwelt. Fand ich irgendwie geckig, die Info, und hatte ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Hat mich schon die ganze Zeit gewundert, wer Jocunda Sykes ist. Bei dem Rest ist klar, ja. Und ja, das ist halt das, was ich absolut zum Kotzen finde, auf gut Deutsch gesagt. Die haben wir gerade noch ein zweites Mal drin. Also, warum kann man nicht wenigstens darauf achten, dass es dann... Ich habe ein Set, warum muss da direkt eine Karte doppelt drin sein? Von 16 möglichen. Das ist also... Das hätte man ein bisschen besser machen können, muss ich ehrlich sagen, ja. Und demnach habe ich also quasi drei doppelt. Gut, jetzt habe ich natürlich auch schon ein paar. Mir fehlen im Endeffekt nur 5 Stück aktuell, das zeige ich euch gleich mal. Hier mal die Übersicht, was es so alles gibt. Wir haben zweimal Albus Dumbledore, einmal in der silbernen Version und dann in der Standardfarbe wie alle anderen auch. Dann haben wir Severus Snape, dann haben wir Godric Gryffindor als einen der Gründer, dann Minerva McGonagall, Gilderoy Lockhart, Salazar Slytherin, noch ein Gründer, dann haben wir die Olymp Maxim. Dann Helga Hufflepuff, nochmal eine Gründerin. Dann kommen hier drei aus Fantastic Beasts. Das wäre Newt Scamander, die Serafina Pickery und Nicholas Flamel. Und dann haben wir wieder hier normal Harry Potter Wizarding World Bertie Bott, also der von den Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Dann eben Jocunda Sykes, wie ich eben gesagt habe, die erste Frau, die auf einem Besen den Atlantik überquert hat. Ziemlich nice. Dann Rowena Ravenclaw, die vierte und letzte Gründerin von Hogwarts. Und Garrick Ollivander, der Zauberstabmacher. Ja, genau. Und jetzt kommen wir auch zu der Platte. So sieht es meins bisher aus. Ich habe das jetzt ein bisschen anders angeordnet als hier. Ich will oben halt die 4 Gründer machen. Die 4 Goldkarten. Und da passt es ganz gut, dass ich jetzt Salazar Slytherin bekommen habe. Der kommt dann nämlich noch hier oben dran. Und dann fehlt mir nur noch Godric Gryffindor. Dann habe ich die 4 Gründer beisammen. So, dann haben wir hier natürlich Albus Dumbledore. Da habe ich nur in Anführungszeichen den silbernen. Da fehlt mir noch der in der Standardfarbe. Dann haben wir Snape. Und dann fehlt noch die McGonagall. Dann haben wir hier noch Gilderoy Lockhart, die Olymp Maxim und wen hatte ich als nächstes? Bertie Bott, glaube ich. Genau, Bertie Bott habe ich auch noch nicht, ja. Dann haben wir Jocunda Sykes, wie gesagt, die habe ich jetzt zweimal doppelt. Dann Garrick Ollivander und ganz unten dann noch die drei aus Fantastische Tierwesen. Das wäre dann eben hier der Newt Scamander, die Serafina Pickery, die vom Zaubereiministerium in Amerika. Und hier eben Nicholas Flamel, der ja aber auch... In Harry Potter zumindest erwähnt wird. Ja. Von daher, das passt ja halt sowieso dann alles ganz gut zusammen. So, und dann sind es nur noch 4 Zaubererkarten, die mir fehlen. Dann habe ich noch 2 Sets hier, die ich noch nicht ausgepackt habe, wo noch Karten drin sind. Mal gucken. Aber ich habe auch mittlerweile einige Doppelte. Ich habe hier 6 Doppelte plus die, ich habe jetzt 9 Doppelte. Also von daher sollte es ja hoffentlich möglich sein, sich die fehlenden zu ertauschen, wenn ich sie nicht irgendwie bekomme. Und ansonsten werde ich versuchen, mir vielleicht auch noch irgendwie so diese Hermine Polybags zu kaufen. Da ist ja auch, glaube ich, immer eine Karte drin für eine schmale 3,99. Und ja, achso, ich wollte ja noch, wir machen das nochmal ab. Ich wollte ja noch zeigen, wie das aussieht, wenn wir das dann hier reinschieben. Und naja gut, das ist natürlich, wir müssen dann natürlich auch die, jetzt mache ich die Betten ab. Aber wir müssen zumindest
unten die Truhe rausnehmen, weil sonst sieht man die einzelnen Karten nicht so. Ich glaube, die Betten müssten wir auch fast wegnehmen. Ja, es ist, man kann es erkennen einigermaßen, wenn die Betten weg sind, natürlich noch besser. Aber dann sieht es viel zu leer aus, dann ist nichts drin. Also die Betten sollten wirklich drinnen bleiben, würde ich sagen. Aber die Truhe darf auf keinen Fall davor, sonst sieht man nichts. Kriege ich das Bett nicht wieder so gescheit hier rein. Das muss natürlich mit der mittleren Noppe hier auf die Einzel-, also mit der Noppenaufnahme quasi hier drauf. So, jetzt habe ich es, genau. Ja, und so sieht es dann aus, der Schlafsaal der Gryffindors mit der Wand und den Schokofroschkarten. So, und so sieht es dann quasi aus. Hat was. Sehr cool. Ja, ich muss sagen, auch so, wenn ich das nicht da dran habe, einfach nur diese Plate halt hier zu haben, um halt die Übersicht zu haben, okay, was habe ich schon für Zaubererkarten, ist auch ganz nett, wie ich finde. Und von daher, ja, also es ist eine schicke Ergänzung für das Hogwarts, was man jetzt quasi mit diesen aktuellen 2021er Sets bauen kann. Ich muss mal gucken, wenn ich alle Sets beisammen habe und aufgebaut habe, ob ich euch vielleicht nochmal ein Video zeige, wo ich quasi alle Sets dieser Welle, inklusive hier dem GWP und so, mal zu einem großen Hogwarts zusammenbaue. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich das machen soll, weil das kann ich euch hier in dieser Kameraeinstellung nicht zeigen. Da muss ich gucken, ob ich irgendwie anders filme, ob ich mir einen anderen Platz suche, wo ich das aufbauen kann und euch mal zeigen kann. Vielleicht zeige ich auch von den Sets noch Assemblings oder sowas, das weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, wie ich da Zeit finde, weil ich hatte in letzter Zeit halt auch, deswegen gab es auch keine Videos und so ein Assembling ist dann doch ja, recht aufwendig, sage ich mal, auch wenn jetzt meine nicht ganz so toll sind wie jetzt, was weiß ich, irgendwie hier, welche die wirklich so Stop-Motion-mäßig aufgebaut sind, da stecke ich natürlich noch viel mehr Arbeit dahinter. Aber selbst die Speed-Builds, die ich mache, sind für mich persönlich schon ziemlich anstrengend mit der wenigen Zeit, die ich habe. Und da ich das Ganze ja eh nur hobbymäßig mache, muss ich halt schauen, wie ich das zeitlich unter einen Hut bekomme. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall, euch die anderen Harry Potter-Sets auch noch zu zeigen. Muss ich mal gucken. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr da sehen wollt. Wollt ihr da Speedbuilds zu den einzelnen Sets sehen? Reicht es euch, wenn ich euch einfach mal einen Überblick über alle Sets dann zeige, wenn ich sie aufgebaut habe? Was wäre euch denn da lieber? Wo hättet ihr da Bock drauf? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ansonsten natürlich auch alles, was hier dieses GWP betrifft, habt ihr es euch gekauft, also beziehungsweise habt ihr euch Sets gekauft von Harry Potter, um dieses GWP zu bekommen, oder werdet ihr es vielleicht auf dem Zweitmarkt irgendwie erstehen, wenn ihr Sets bei Lego gekauft habt, um das GWP zu bekommen, was habt ihr denn gekauft, schreibt es mal rein. Ich kann ja sagen, was ich gekauft habe. Ich habe Fawkes, Dumbledores Phönix gekauft, dann die erste Flugstunde von Hogwarts und eben die Begegnung mit Fluffy, und mit den drei Sets bin ich dann über die 100 Euro gekommen und dann eben das GWP bekommen. Mir würde auch mal interessieren, was habt ihr denn so gekauft und oder habt ihr, wie gesagt, vor, es auf dem Zweitmarkt zu kaufen. Auch generell alles, was Harry Potter Sets angeht, die Schokofroschkarten oder vielleicht auch die goldenen 20 Jahre Figuren. Alles zu dem Thema, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr zum Beispiel neu auf dem Kanal seid oder auch generell mich unterstützen wollt, wenn ihr schon länger dabei seid zum Beispiel auch, lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr das tut, denkt einfach dran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Jo, dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.